Da gab es am Anfang noch die Problematik, dass eben ganz viele Bauern und Bäuerinnen eben aus den feudalen Strukturen noch herkamen und Angst hatten, diese Länder zu bewerten, die Wirtschaften, weil sie die Strafe Gottes eben befürchtet haben. Jeder Mann drüben dann auch angegriffen gefühlt, und das war auch einer der Gründe, warum sie insbesondere halt sich der Mujahedin angeschlossen haben. Das war gar nicht jetzt, weil sie jetzt zerbombt wurden oder denen irgendwas weggenommen wurde, sondern weil halt Frauen befreit wurden. Also ich glaube, von Anfang an war nicht das Interesse der amerikanischen Regierung darin, irgendwie Demokratie, Menschenrechte und Frauenbefreiung in Afghanistan reinzubringen, sondern es ging eher um geopolitische Interessen. Wir brauchen gar nicht Afghanistan zu retten. Wir müssen erstmal hier schaffen, unsere eigene imperialistische Klasse halt in Schach zu halten, sie so weit zu schwächen, dass sie nicht mehr diesen Scheiß durchziehen kann. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 58. Folge von Über Tage sprechen wir noch einmal über Afghanistan. Wir hatten ja schon, als es losging mit der Übernahme der Taliban, haben wir ja schon einmal darüber gesprochen, über die Situation damals. Da war das auch eher so ein ziemlicher Kurzschuss, sage ich mal, wo man einfach auch vielleicht ein bisschen emotional über die Situation nochmal geredet hat, weil uns das natürlich auch betroffen hat. Und wir haben uns dann jetzt nochmal gedacht, dass wir nochmal eine ausführlichere Folge dazu machen wollen, mit einem Fokus auf dem Imperialismus, der auf Afghanistan wirkt, aber auch über die antiimperialistische Agenda aus anarchistischer Perspektive wollen wir heute sprechen. Und wir sprechen heute nicht alleine darüber, sondern wir haben einen tollen Gast heute am Start, und zwar mit dem Genossen Chesrau. Schön, dass du da bist. Stell dich doch erst einmal vor, erzähl uns, was du so für eine Verbindung zu dieser ganzen Thematik und der Situation hast. Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, mein Name ist Chesrau. Ich bin in Kabul geboren. Meine Wurzeln liegen in dem Land. Meine Eltern waren in der Kommunistischen Partei und waren da ziemlich aktiv. Dann ist sie ja so 1992, als sie dann gefallen ist, konnten wir noch innerhalb des Landes ziemlich viel rumreisen und, was heißt reisen, flüchten im Grunde genommen, vor allem in den Norden. Irgendwann, als die Taliban dann zu mächtig wurden und das ganze Land im Grunde genommen ja überfallen haben, mussten wir Ende 1995 flüchten. Da waren wir in Moskau, waren wir dann zwischendurch doch wieder zurück, um die, ja, 99 war das, glaube ich. Anfang 99 und Ende 99 sind wir dann nach Deutschland geflüchtet, weil es dann doch zu gefährlich wurde. Genau, so viel zu mir. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Und du möchtest uns ja auch heute dann nochmal über ja ein Part der afghanischen Geschichte berichten, der gerne mal tatsächlich vergessen wird. Mit dieser turbulenten und aktuellen Geschichte von Afghanistan sieht man das ja häufig nur so in der ideologischen Sphäre des Islamismus oder als Spielfeld der internationalen Geopolitik. Aber tatsächlich war Afghanistan ja wirklich einige Zeit kommunistisch und war auch lange eben ein Kampffeld zwischen eben der sowjetischen und der westlichen Einflusssphäre. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du uns heute einmal über die kommunistische Geschichte Afghanistans erzählen kannst. Genau, also der kommunistische Afghanistan wird oft gerne irgendwie vergessen. Sie ist aber im Grunde genommen schon einer der Beispiele, inwiefern zumindest eine kommunistische Organisation ja viele Arbeiterinnen mobilisieren kann, eben Gewerkschaften unterstützen kann und auch ja wie im Grunde genommen eine Art progressive Gesellschaft sich auch bilden könnte. Wobei sie aber auch gleichzeitig ein Negativbeispiel ist. Die Geschichte fängt in den Mitte 60er Jahren an, als es in demokratische Afghanistan sozusagen gegründet wurde unter Daud Khan. Da gab es dann plötzlich die Möglichkeit, dass die Bevölkerung sich versammeln konnte, eigene Parteien gründen konnten und so. Eine gewisse Art von progressiver Politik war dann plötzlich möglich, auch wenn es sich hauptsächlich in den in Großstädten abgespielt hat. In der Zeit haben sich ziemlich viele Marxistinnen in den Universitäten eben getroffen. Darunter waren zum Beispiel eine sehr wichtige Person, Anahita Rotipsaut. Das ist so eine kommunistische afghanische Frau eben, die von Anfang an mit dabei war in der Gründung der Partei. Dann Taraki und anschließend eben Kormal. Das sind so die drei wichtigsten Leute, die man aus der Partei eigentlich kennen sollte.
Taraki war eher ein Autor und konnte sehr eindrucksvoll schreiben und war eher ein Theoretiker. Kormal war zwar auch Theoretiker, aber konnte eben wesentlich näher an der Bevölkerung sprechen, mit der Bevölkerung sprechen und war verständlicher für die einfachen Leute, die eben noch nicht gebildet waren. Und man muss sich auch sich klar machen, dass die in der Zeit eben Afghanistan noch ziemlich eine ziemliche feudale Struktur noch geherrscht haben, auch wenn es eine Art progressive Regierung durch Dautron irgendwie eingetreten ist. Genau, diese Partei fing dann an, im Grunde genommen in Großstädten, wo sie eben die Ressourcen und die Infrastruktur hatten, mit unterschiedlichsten Arbeiterinnen und Bauern aus der Umgebung zu sprechen, konnten dann so ziemlich schnell bis zum Jahr 1900, wenn mich gerade nicht, bis 1979, also den großen Teil der in Städten lebenden Arbeiterinnen und Bauern eben für sich zu gewinnen. Genau, und in der Zeit, also während dieser Zeit kommt eine vierte ziemlich wichtige Person in diese Gruppe mit rein, der nennt sich Hafizullah Amin. Der hat in Amerika studiert, wurde auch von der CIA im Grunde genommen oder von der Regierung auch unterstützt in seinen Studien, hat ein Stipendium bekommen, war dann auch dort in der USA eben auch der Präsident eines Studentenvereins, das zu 95% ihrer Finanzierung kam halt auch von der CIA. Und diese Person, Hafizullah Amin, bekommt da eine ziemlich gute Ausbildung, ist dann ziemlich erfolgreich auch und zurück in Afghanistan, findet jetzt ziemlich schnell den Weg zu den Kommunisten und kann rasant sozusagen in die Höhe steigen und wird dann auch irgendwann der Vorsitzende der Partei. 1979 wird dann im April, so heißt zumindest diese Revolution. Also da besteht natürlich auch noch eine große Schwierigkeit, die Saul-Revolution Saul, das heißt halt April. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass eben die Kommunistische Partei im Grunde genommen noch nicht den großen Teil der Arbeiterinnen und vor allem Bauerinnen eben außerhalb der Städte für sich gewinnen konnte. Die hatten noch nicht die Zeit und die Ressourcen dafür gehabt, waren im Grunde genommen also für eine Revolution nicht vorbereitet. Dadurch, dass aber Dautron, das war der Präsident davor sozusagen, der eben die progressive Politik davor sozusagen ermöglichte, indem halt Menschen sich versammeln konnten, Parteien sich gründen konnten, Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen und Vereine. Da gab es auf jeden Fall einen Mord in der Universität. In diesem universitären Bereich in Kabul konnten sich eben unterschiedlichste progressive Gruppierungen halt zusammenfinden, so wie Maoisten, ich glaube, einige Anarchisten waren da auch mit drin, Marxisten, die dann später halt am erfolgreichsten waren, aber auch muslimische Landlord-Kinder im Grunde genommen, die sich dort dann gefunden haben und selbst die Regierung davor von Dautron schon viel zu progressiv gehalten haben, dagegen arbeiten wollten. Und entsprechend war natürlich alles, was die Maoisten und marxistischen Gruppierungen machen wollten, war für sie ein Graus. Was ich ja auch einen ganz spannenden Fakt finde, ist, dass Afghanistan ja noch unter eben der Monarchie beziehungsweise dann der Republik lange Zeit versucht hat, einen dualen Weg zu fahren, also sowohl eben sich westlichem Einfluss auszusetzen, als auch sowjetischem. Was ich dann auch eben da mal nachgelesen habe, war, dass das Militär natürlich eben für die kommenden revolutionären Umstürze und auch die Etablierung eben der kommunistischen Republik dann eine große Rolle gespielt hat, weil eben das Militär ja stark unter sowjetischem Einfluss stand. Also es gab ja einmal sehr, sehr große Aufrüstungsbestrebungen seitens der SU, es gab Waffenlieferungen und es war ja auch so, dass einige Generäle und Offiziere eben in die Sowjetunion zur Ausbildung gegangen sind. Wie groß schätzt du denn da den Einfluss dann von dem Militär auf eben auch die Parteistruktur ein? Der Einfluss der Partei war auf jeden Fall so kurz vor 79 am stärksten definitiv, weil die Partei auch aktiv daran gearbeitet hat, vor allem eben die Leute, die in der UdSSR oder in der Sowjetunion eben ihre Ausbildung bekommen hatten, auf die eigene Seite zu kriegen. Und dadurch, dass die eben in der Sowjetunion aufgewachsen sind und eine gewisse Art von Vorbildung Richtung Kommunismus halt hatten, konnten sie sich auch ziemlich gut überzeugen. Das ist auch der Grund, warum nach dem einen Anschlag in Linz in der Universität, wo dann
Dothron entschieden hat, eben doch diese unterschiedlichsten Parteien zu verbieten, dass die Kommunisten dann eben aufgestanden sind, mit der vor allem halt mit der Hilfe des Militärs eben diesem Putsch oder keine Ahnung, so eine richtige Revolution ist das natürlich nicht, aber dadurch, dass eben die Großstädte auf der Seite der Kommunisten waren, ist es auch nicht ganz einfach zu sagen, es war nur ein Putsch, aber lassen wir es dabei, wir sagen dazu jetzt erstmal Putsch. Das war auch der Grund, warum halt dieser Putsch überhaupt möglich war, weil plötzlich das Militär hat sich sozusagen nicht gewehrt, sondern sich im Grunde genommen auf die Seite der Kommunisten gestellt. Andererseits gab es auch gleichzeitig natürlich auch einen Einfluss aus der Seite von USA, weil diese Studentenvereinigung, von der ich vorhin gesprochen habe, wo auch der Hafiz al-Amin drin war, daher kamen auch ziemlich viele Generäle, also wichtige Positionen Militär, die eben von Studenten oder von Menschen besetzt wurden, die halt vorher in dieser Vereinigung waren und auch in den Universitäten in Amerika ausgebildet wurden. Genau, und dann war es eben so, dass nach diesem Putsch eben Hafiz al-Amin zusammen mit Taraki halt im Grunde genommen über das Land geherrscht haben, wobei eben Hafiz al-Amin dann später auch den Taraki, einen der Gründer der Parteien, auch umbringen lässt. Ansonsten gibt es da halt unheimlich viele Menschen, die gefangen wurden und getötet wurden. Diese waren aus muslimischen Strukturen, das heißt einfach nur Muslime oder eben Imame. Und dann gab es die aber auch, diese ganzen Repressalien gab es nicht nur gegen die Muslime, sondern halt auch gegen die kommunistischen Strukturen selbst auch, ob das jetzt Maoisten waren oder eben Marxisten oder sonst irgendwelche Gruppierungen. Alles, was jede Struktur, die sich halt irgendwo gegen Hafiz al-Amin gestellt hat, wurde gefangen genommen. Und es gab dann tatsächlich auch Erschießungskommandos, wo eben über 5000 Leute allein aus der kommunistischen Partei selbst halt liquidiert wurden. Und daraufhin fängt plötzlich eine innere Bewegung an im Untergrund und in der kommunistischen Partei selbst, die sich dann im Untergrund organisiert, um Hafiz al-Amin eben wegzuputschen sozusagen oder zu loszuwerden. Das kriegen sie ziemlich gut hin. Die letzte Ausführung dieser Aktion wird allerdings von der Sowjetunion dann durchgeführt. Und es gibt dann, ich habe das Datum vergessen, aber es ist auch 1979, ich glaube im Dezember ist das irgendwann, da kommt die Sowjetunion mit einer kleinen Spezialeinheit zu dem Schloss Dolomongel ist das, glaube ich. Da kommen sie rein und erschießen den im Grunde genommen. Und dann kommt Kormal eben an die Macht, bleibt bis 1986 in seiner Position, bis er dann später von der Sowjetunion gezwungen wird, eben seine Macht abzugeben, weil er sich zu sehr an den ehemaligen marxistischen und leninistischen Linie hält und wird dann von dem weicheren politischen Linksgenossen Najibullah ersetzt, der eben dann auch die Säkularisierung der Regierung auch wieder rückgängig macht. Dann wird das halt zur Islamischen Republik und 1992 werden sie dann endgültig von den Mujahideen eben zerschlagen, die seit 1973 eben von der USA und Pakistan unterstützt wurden, auf unterschiedlichste Art und Weise, ob es um Propaganda ging, Waffenlieferung, infrastrukturelle Unterstützung, aber auch mediale Unterstützung, die tatsächlich weltweit durchgegangen ist. Und da gab es unterschiedlichste Möglichkeiten, eben die kommunistische Regierung nach Hafiz al-Amin, der dann ja liquidiert worden war, zumindest die Zeit von Kormal und Najib, so schwer wie möglich zu gestalten. Und das Ziel war es eben von der USA, die Sowjetunion ins Land ziehen zu lassen, was sie auch de facto 1979 gemacht haben, und sie dann dort tatsächlich zu behalten und die zu zermürben, und zwar mit guerillaartigen Aktionen und durch mediale Propaganda, in dem halt eben die westliche BürgerInnen tatsächlich belogen wurden. Und es gab zum Beispiel Nachrichten darüber, dass die afghanische Bevölkerung eben aufgestanden wäre und sich gegen die kommunistische Regierung irgendwie widersetzen wollen würde und im Grunde genommen ganze Stadtteile übernommen hätten und dass die Mujahideen eben Befreiungskrieger waren. Und das kann man zum Beispiel bei dem Autor Philipp Bornowski ziemlich gut lesen, der auch vor Ort war in den Zeiten. Kann man sehen, inwiefern tatsächlich so große Medienkanäle wie BBC oder New York Times und andere eben in diesem Spiel mitgemacht haben, was man auch
heutzutage vielleicht auch in der Ukraine zum Teil mitbekommen. Ja, auf jeden Fall danke dir für den Überblick. Was ich aber direkt auch schon anmerken möchte, was ich da ganz spannend finde. Du hast ja natürlich recht, dass es sehr, sehr viel Propaganda um die Mujahideen gab. Wer da ein wunderschönes Beispiel mal versehen möchte, der kann ja auch einfach mal in den Film Rambo 3 reinschauen, der dann eben den glorreichen Freiheitskämpfern der Mujahideen gewidmet wird am Ende des Films. Auf jeden Fall ein sehr spaßiges und schlecht gealtertes Produkt westlicher Popkultur. Aber was man ja bei dem Ganzen sagen muss, ist ja, stimmt natürlich, dass die USA und die westlichen Verbündeten, das wurde ja auch wirklich so gesagt, der Sowjetunion ihr Vietnam bereiten wollten. Aber die Sowjetunion hat sich ja auch wirklich im besten Sinne, also im besten klassischen westlichen Sinne, wie eine Militärmacht, die eben in ein anderes Land einfällt, verhalten. Also es gibt da ja zahllose Beispiele. Du hast ja jetzt vor allem auch über die kommunistische Partei selber gesprochen. Aber das ist ja häufig auch gar nicht voneinander zu trennen, wie dort agiert wurde. Also natürlich fängt sowas dann schon an mit der Bombardierung Herats, wo man ja nicht klar sagen kann, wer genau das jetzt ausgeführt hat. Aber das geht ja weiter mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Also allein wenn man sich sowas anschaut, wie eben die Kampagne von der Sowjetunion zur Zerstörung eben dieser dörflichen Strukturen, wo es dann auch eben solche gezielten Vergewaltigungen gab oder später die Entvölkerungskampagne von dem ländlichen Raum und die Zwangsumsiedlung. Das hat ja alles auch eben genau dazu geführt, dass dann die Mujahedin sich als tatsächliche Freiheitskämpfer, so diffus dann auch am Anfang die unterschiedlichen Ideologien waren, darstellen konnten, weil eben die Sowjetunion als der Hauptfeind, als der Imperialist im eigenen Land dann wahrgenommen wurde. Ich glaube, da gibt es halt mehrere Faktoren. Zum einen, ja klar, also die Sowjetunion ist ja in Afghanistan einmarschiert und der wurde ja auch definitiv gekämpft und es gab viele, viele Opfer auch in ländlichen Gebieten. Aber ich denke, was wesentlich wirklich dazu geführt hat, warum man eben aus den Augen der westlichen BürgerInnen eben dieser Gruppierung helfen wollte, lag jetzt nicht irgendwie direktes daran, was tatsächlich die Sowjetunion gemacht hat und was tatsächlich die Kommunisten gemacht haben oder die Mujahideen, sondern halt, das war tatsächlich die Propaganda, was man halt hier den Leuten vorgetischt hat. Das waren zum Beispiel Geschichten darüber, dass eben Kommunisten drüben Frauen vergewaltigen oder eben, dass die Sowjetunion eben rübergekommen ist und die afghanische Armee eben entwaffnet hat. Dass die afghanische Armee plötzlich selbst gar keine Befugnisse mehr hat im eigenen Land. Oder dass eben ganze Dörfer eben zerstört worden wären. Und später gab es, wann war das? Ich glaube so Ende 92 zumindest, gab es ja auch unterschiedliche Gutachten und Zusammenarbeiten von NGOs, die eben versuchten dann rauszufinden, wie viele Menschen eigentlich die Kommunisten im Zusammenhang mit der Sowjetunion getötet haben. Und da gibt es in diesen Gutachten werden zum Beispiel davon erzählt, so um die 1,5 bis 2 Millionen Menschen werden zum Beispiel gestorben dabei oder umgebracht worden. Und wenn man sich dann aber in diese Schreiben halt sich genauer irgendwie einarbeitet und sieht, wie das eigentlich zustande kommt, also woher kommt diese Zahl, wie haben sie das gemacht? Und dann findet man halt keine wirkliche systematische Vorgehensweise, sondern das haben tatsächlich die unterschiedlichsten Nichtregierungsorganisationen eben in Pakistan, Iran, unterschiedlichste Geflüchtete gefragt und die einfach die Frage gestellt, ja, wie viele Tote habt ihr denn gesehen? Und diese Zahlen wurden im Grunde genommen einfach aufeinander addiert und am Ende kommt halt diese 2 Millionen zustande, die eben der Kommunist, dem Propaganda im Grunde genommen im Nachhinein nochmal so unterstreicht und halt sagt eben, ja, die Aggressoren war die Sowjetunion und die waren dahin gekommen, um eben, ja, die unterentwickelte Bevölkerung eben gewaltvoll in eine progressive Richtung zu bringen, so das Selbstbestimmungsrecht dieses Volkes sozusagen zu nehmen. Und deswegen würde ich eher dem Propaganda zuschieben als den direkten Problematiken, die jetzt die Sowjetunion dort tatsächlich gemacht hat. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass das auch ein weiterer Faktor ist und dass das auch sicherlich
neben dem Faktor von Joshua und den von dir genannten jetzt nicht die einzigen Faktoren sind, aber da sollte man vielleicht auch nicht so krass priorisieren, weil das Ding ist ja schon, dass, also das, was Joshua aufgeführt hat, sind ja schon sehr, sehr stichhaltige Gründe, denke ich. Und was vielleicht noch dazu kommt, ist ja auch, dass ja einfach die USA in so einem Sinne von so Regime-Change und halt einem kalten Krieg-Faktor, das haben wir auch vielleicht noch nicht betrachtet bei dieser ganzen Frage, dass es also auch handfeste einfach Machtinteressen, ne, für die USA dann gab, dort den Einfluss von der Sowjetunion zurückzudrängen, den kommunistischen Einfluss, also einfach in so einem antikommunistischen Kampf dort zu wirken und im besten Falle dann also ja etwas, eine Regierung einzusetzen oder eine Kontrolle einzusetzen, wo sie also auch mit besser kooperieren können und die dann besser ihren eigenen imperialistischen Interessen entsprechen. Und wir sind ja da auch schon jetzt sehr, sehr stark drin in unserem primären Thema eigentlich, dem imperialistischen Einfluss von den USA, China und Russland auf Afghanistan. Ja, der imperialistische Einfluss von der USA, würde ich sagen, fängt halt 1973 an, als sie dann anfangen, mit den Mujahideen zusammenzuarbeiten und fangen dann dort an, tatsächlich eine Gruppierung, die einen Fundamentalismus sozusagen oder eine gewisse Art von islamischer Richtung verfolgen, die es eigentlich in Afghanistan gar nicht gab. Also das heißt, diese Gruppierung hat eine Ideologie, die im Grunde genommen von außen importiert wurde oder wenn man es halt von außen sieht, so exportiert wurde eben. Und diese Gruppierung fängt an eben zum Beispiel Frauen mit Säuren zu beschmeißen und später halt auch während der kommunistischen Zeit eben Trinkwasser in Schulen eben zum Beispiel zu vergiften oder solche, wie nennt man das, so Minen so zu präparieren, dass sie halt wie Spielzeuge aussehen, dass die Kinder, nachdem sie halt nach Hause gehen, wenn sie die aufheben, dass das irgendwie in die Luft springt. Oder es gibt dann auch so Situationen, wann war das? Ich glaube, 1883 gab es noch einen großen Widerstand noch innerhalb der Bevölkerung, die eben den Einmarsch der russischen Armee eben als eine große Bedrohung, Souveränitätsverletzung des Landes gesehen haben. Da haben halt ganz viele Studenten, Studentinnen vor allem angefangen, Proteste zu organisieren. Und diese ganzen Proteste, die tatsächlich von der Bevölkerung kamen, wurden allerdings von der Mujahideen und der CIA instrumentalisiert, weil es dann unheimlich viele Busse sozusagen aus Pakistan kamen, die dann tatsächlich mit Mujahideen-Kämpfern sozusagen geladen waren, die tatsächlich Waffen dabei hatten und Molotow-Cocktails und um gezielt eben diese ganzen Proteste in Form von Gewalt aussprechen zu lassen, um die Kommunisten dann entsprechend dann wiederum umgekehrt auch gewaltvoll zurückschlagen zu lassen. Ja, aber zumindest, soweit ich das weiß, was man ja vielleicht noch ergänzen kann, ist es ja auch so, dass die Mujahideen nicht von Anfang an irgendwie einheitlich schon eine Vorform von den Taliban gebildet haben, sondern dass es ja da noch recht widerstrebende Interessen gab. Also die Mujahideen waren ja auch lange einfach nur, sagen wir mal, ein loses Bündnis oder eine lose Bezeichnung für eben die verschiedenen Guerillas, die verschiedenen Kampfgruppen, die sich eben gegen die Zentralregierung und später dann gegen die sowjetische Armee aufgestellt haben. Da gab es ja von einfach nur verschiedensten Feudalherren, die zusammen mit ihren Untergebenen gegen die Landreform gekämpft haben, die ja auch in Teilen einfach der ländlichen Bevölkerung dann unpopulär waren, von verschiedensten ganz klassisch lokaltraditionellen islamischen Verbänden, die einfach gegen, also die Modernisierung als Vorwand genommen haben, um zu kämpfen, bis hin dann wirklich zu denen, die dann von außen kamen, also entweder von Pakistan oder als ägyptische Studierende durch die Muslimbruderschaft geschult wurden. Das war ja dann doch noch ein sehr heterogener und ambivalenter Haufen, der da zusammengekämpft hat. Und das hat sich doch erst über die kommenden Jahre dann oder Jahrzehnte eher gefestigt. Und da finde ich vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das, was Marian ja auch einmal angesprochen hat, das zeigt für mich auch nochmal diese Beliebigkeit, mit wem die Imperialisten sich dann da eigentlich verbünden. Weil wenn wir uns jetzt gerade den Kalten Krieg anschauen, da hat ja wirklich der USA alles getaugt, was in irgendeiner Art und Weise antikommunistisch beziehungsweise dann später einfach nur antisowjetisch war. Also von irgendwelchen nationalistischen Separatisten über katholizistische Bewegung hin zu dann eben einfach irgendwelchen traditionellen Feudalherren und dann später eben zu durch die Muslimbruderschaft oder die Wahhabiten geschulte Islamisten. Da war ja wirklich einem alles recht, was man irgendwie nur benutzen konnte für
eben seine imperialistischen Interessen. Und das finde ich dann nochmal wichtig zu sagen, wenn dann, wie wir es auch schon mal im NATO-Imperialismus gesagt haben, in der Folge zum NATO-Imperialismus gesagt haben, dann irgendwelche Leute da eine gewisse Wertegemeinschaft ausmachen wollen. Ja, das zeigt sich doch dann, wenn man sich anschaut, was für Verbündete gewählt werden in diesem Bündnis der Mujahedin, wie beliebig das Ganze da ist, solange es dann eben den eigenen strategischen Interessen dient. Und selbst bei der Kommunistischen Partei Afghanistans waren sie ja mit am Werk, wie wir auch in der Einleitung gehört haben. Ja, definitiv. Also ich glaube, man sollte vielleicht sich auch sollte man nicht vergessen, dass eben Afghanistan eine feudale noch in feudalen Strukturen gesteckt hat und eben die Landlords oder Landbesitzer eben und die Kleriker, so wie halt der muslimische Teil dieser herrschenden Klasse eben definitiv noch viel zu sagen hatte und auch den Einfluss natürlich auch nicht verlieren wollte. Und das ist auch der Grund, warum eben vor allem Söhne von Landbesitzern oder eben von irgendwelchen Imamen eben sich auch in diesen Universitäten wiedergefunden haben, weil sie auch eben das Privileg hatten, überhaupt in die Universität zu gehen und sich dort eben auch wiedergefunden haben. Die Trennung, also der große Unterschied zwischen den Mujahedin und Taliban liegt ja im Grunde genommen darin, dass eben Taliban ein zweites Projekt von der pakistanischen Regierung, aber auch von dem pakistanischen Geheimdienst war, in dem es eher darum ging, eben eine weitere fundamentalistische Gruppierung in Afghanistan zu haben, um eben zum einen den Kommunismus fernzuhalten, weil der Kommunismus im Nachbarland eben die eigene progressive Gruppierung viel zu sehr unterstützt hat. Und die wollten eben diesen Konflikt eben im Grunde genommen nach Afghanistan hineintragen, dass es eben geschwächt wird und der Kommunismus besiegt wird. Und der andere große Unterschied war halt der, dass eben man versucht hat, eine fundamentalistische Gruppierung eben zu gründen, die eben die zumindest in den kaum Bildung oder keine Interessen an historischen, aber auch muslimischen Traditionen hatte, die man eben dann auch einfacher formen konnte und die Nähe zu Pakistan beizubehalten. Ein weiterer Akteur sozusagen, der später auch in den letzten 20 Jahren ziemlich wichtig war, das ist der Dostum. Und am Anfang wollte er im Grunde genommen auch mit diesen Mujahedin-Gruppierungen mit zusammenarbeiten. So konkret bin ich mir nicht sicher, woran das genau lag, aber ich denke, das waren eher ethnische Problematiken, aber auch religiöse Problematiken, weil er ein Usbeke ist und die Usbeken sind im Norden Afghanistans. Die sind auch eher säkulär, sind sozusagen in islamischen Klerikerstrukturen nicht so wirklich drin. Und das mag so einer der Gründe sein, warum er zum Beispiel am Anfang eben von den Mujahedin nicht akzeptiert wurde und er sich dann den Kommunisten angeschlossen hat. Obwohl er jetzt kein echter Kommunist war oder nicht die Ideologie zumindest geteilt hat mit denen. Was ich ja auch noch einen spannenden frühen Akteur fand, wo wir ja, glaube ich, auch schon mal in einer Ergänzung zu unserer Folge zu Afghanistan drauf eingegangen sind, nämlich China und China dann gerade in Verbindung mit eben dem Bündnis der Taliban und dem Infrastrukturpaket, was sie dort geschnürt hatten, im Gegenzug für eben eine Repression gegen uigurische Separatisten in Afghanistan selber, ist ja, dass China auch schon vorher gewirkt hat und zwar durch eben die verschiedenen maoistischen Kräfte vor Ort. Du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass eben die Maoisten dann durch die kommunistische Partei unterdrückt wurden, beziehungsweise auch versucht wurden, einfach zu zerschlagen und auszulöschen. Aber China hat ja auch selber dann noch unter Mao eben oder dann auch nach Mao in der internationalen maoistischen Bewegung die Sozialimperialismus-These entwickelt, wonach ja dann auch die Sowjetunion eben nach dem Tod von Stalin eben dann imperialistisch wurde. Und das hat ja auch die maoistischen Gruppen vor Ort beeinflusst, die sich ja dann eben jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen in einem Bündnis zusammen mit dem Mujahedin eben gegen die Sowjetunion gestellt haben. Und das Ganze wurde ja dann auch eben von China, also dann nicht mehr Maos China zur Zeit eben des Bürgerkriegs, dann auch unterstützt. Ja, das ist richtig. Die längste Repressalien, die die Maoisten erlebt haben, haben es vorher auch die Marxisten und Leninisten gehabt, aber auch der muslimische Teil der Bevölkerung, eben aber auch aus der Herrschaftsklasse. Das war aber in den ersten Monaten, als eben der Hafiz Lamin an der Macht war.
Ich glaube, das ist vorhin in meiner Einführung nicht so richtig rausgekommen, dem aber tatsächlich nachgesagt wird, dass er eben ein CIA-Agent nicht, aber auf jeden Fall von CIA beeinflusster, angeblicher Kommunist war eben, weil er eben in Amerika seine Ausbildung bekommen hat, sein Stipendium eben von der CIA bekommen hat, aber auch in dieser studentischen Vereinigung drin war, in dem die 95% der Gelder von der CIA kommen. Und dann die marxistisch-leninistische Teil der Kommunisten in Afghanistan oder aber auch im Exil glauben eher, dass Hafiz al-Amin eher daran interessiert war, so eine Art Diktatur aufzubauen, um ja die eigene Macht im Grunde genommen sozusagen auszuweiten. Genau, also in der Zeit haben definitiv die Maoisten viel abbekommen, aber auch die anderen. In der Zeit von Karmal und Najib war es zumindest so, dass Karmal 1983 eben die Gewaltenteilung mit eingeführt hat. Das heißt, die Judikative war komplett befreit von der Links, von der Partei. Das heißt, die Partei hatte da keinen direkten Einfluss zumindest. Aber natürlich waren das eben kommunistisch gesinnte Richter. Ansonsten waren die Gewerkschaften auch ziemlich frei. Die wurden auch frei von der Regierung eben auch bewaffnet, damit sie sich auch verteidigen können. So wie gesagt, wie vorhin erzählt, 1983 gab es ja diese Riesendemo, in dem halt eben lauter Mujahideen so aus Pakistan bewaffnet eben rübergekommen sind und friedliche Demonstrationen gegen den Kommunismus eben ausgenutzt haben und Gewalt gegen Polizisten, aber auch Unternehmen und unterschiedlichste Gewerkschaften irgendwie auszuüben. Und daraufhin war halt die Reaktion der Kommunistischen Partei eben, die Gewerkschaften freier zu gestalten, sie zu bewaffnen, damit sie sich selbst verteidigen können. Warum dann jetzt die Maoisten dann trotz dieser, ja, ich würde sagen zumindest eine Art von Demokratisierung des Landes, trotzdem gegen die Kommunistische Partei vorgegangen ist, wesentlich lieber mit den Mujahideen zusammenkämpfen wollte, das kann ich mir nicht wirklich erklären. Sehe ich zumindest vor allem jetzt aus der heutigen Zeit als einen Fehler. Aber das war tatsächlich so, dass sie mit denen zusammengearbeitet. Ja gut, das kann man ja aber dann immer am Ende von so einem Konflikt sagen, wenn man sich anschaut, in welcher Verfassung Afghanistan jetzt ist und unter was für Qualen dann im Endeffekt das afghanische Volk leidet, dass das dann eine schlechte Entscheidung war. Aber auch wenn ich jetzt da wirklich kein Experte bin, kann ich mir da schon echt Unterschiedliches zusammenreimen, warum die Maoisten jetzt eben dort gegen die Regierung gekämpft haben, eben auch mit den gerade angesprochenen Sachen zusammen eben mit der Frustration von dann auch einfach der Landbevölkerung über eben diese, wie es ja häufiger mal passiert ist, verhunzte Landreform, die dann die Regierung da versucht hat umzusetzen. Die Landreform, die ich zumindest halt kenne, da ging es eher darum, dass eben die Kommunistische Partei im Grunde genommen die ganzen Landbesitzer entmachtet hat, enteignet hat und dann den Bauern eben Land in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ja, das gehört jetzt dir, du kannst jetzt für dich selbst eben das Land bewirtschaften. Da gab es am Anfang noch die Problematik, dass eben ganz viele Bauern und Bäuerinnen eben aus den feudalen Strukturen noch herkamen und Angst hatten, diese Länder zu bewirtschaften, weil sie die Strafe Gottes eben befürchtet haben. Die Situation hat sich gelegt. Es wurde nur, ich glaube, worin wir uns beide wahrscheinlich einig werden könnten und würden, ist halt die Situation eher daher eskaliert, dass eben plötzlich in die Situation so war, dass die Kommunistische Partei eben gesagt hat, keine Ahnung, Frauen dürfen jetzt kein Kopftuch mehr tragen. Also das war die Umkehrung von dem, was halt früher war. Oder dass eben Kinder wie auch Jugendliche irgendwie zur Schule gehen müssen und in einer feudalen Struktur, in dem es halt vorher eine krasse Art von Frauenunterdrückung noch im Bestand war, das hat sich im Grunde genommen jeder Mann drüben dann auch angegriffen gefühlt. Und das war auch einer der Gründe, warum sie insbesondere halt sich der Mujahideen angeschlossen haben. Das war gar nicht jetzt, weil sie jetzt zerbombt wurden oder denen irgendwas weggenommen wurde, sondern weil halt Frauen befreit wurden. Es gab dann auch am Anfang zumindest bis Mitte der 80er Jahre eben auch das Bestreben, diese Kinder, vor allem halt die kleinen Mädchen, dann auch zwanghaft in die Schule zu bringen. Und da wurden halt zum Teil halt Polizisten oder aus dem Militär Leute geschickt, um diese Kinder halt zur Schule zu bringen. Der größte Widerstand kam, glaube ich, eher daher und gar nicht so sehr aus dem Erleben dessen, dass irgendwie diese Bevölkerung jetzt unterdrückt wird oder so oder getötet wird. Ja, vielleicht jetzt auch, weil ich da jetzt gar nicht, glaube ich, in der
benötigten Tiefe noch was zu sagen kann, vielleicht einfach noch was Abschließendes. Einfach das, was ich noch so ein bisschen davon mitbekommen habe, war einfach, dass es klassische Probleme eben mit dieser zentralen Planung der Landwirtschaft wie in unterschiedlichen sozialistischen Staaten gab. Also das soll jetzt auch gar nicht so in der Form wertend sein, dass ich kein Freund davon sei, dass eben Großgrundbesitzer enteignet werden. Das ist natürlich eine tolle Sache. Nur so wie ich das dann nachgelesen habe, war es eher das Problem, dass es eben keine volle Enteignung der Großgrundbesitzer gab und die immer noch über große Finanzmittel verfügten, was dann auch dazu geführt hat, dass eben das traditionelle System von eben von dem Geldverleihen in ländlichen Gebieten nicht mehr funktioniert hat, dadurch, dass eben nach dem Schuldenerlass bei den Feudalherren die ländliche Bevölkerung dann nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich Geld zu leihen. Zudem, dass dann auch eben die gesamte Produktion auf dem Land umgestellt wurde, von wie sie vorher der Fall war, und das einfach zu sehr viel Chaos geführt hat, was dann eben nicht in der gegebenen Form berücksichtigt werden konnte. Und vielleicht soll das jetzt gar nicht so ein großes Ding sein von, ich möchte jetzt hier moralisch verurteilend gegenüber der sozialistischen Regierung sein, sondern ich möchte nochmal ganz klar sagen, dass das einfach ein gewisser Faktor in der Mobilisierung war, und zweitens auch nochmal hervorheben, wie wichtig eben auch als Mittel gegen solche reaktionären Bewegungen und gegen ein Antagonisieren, also gegen eine mögliche Feindschaft der Landbevölkerung gegenüber uns, zu sagen, wie wichtig es ist, eben diese Landreform ganz genau zu durchdenken und eben da auch Kritik dran zu üben, wie sie vorher geplant wurden. Ja, aber bevor wir uns jetzt irgendwie dann in so einer absoluten Teildiskussion verheddern, wäre es ja, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir eher jetzt nach vorne in die moderne Geschichte Afghanistans und da eben auch in die imperialistische Einflussnahme gehen. Ja, also klar, auf jeden Fall hast du da definitiv recht. Ich denke mal, man müsste sich halt jedes Mal wahrscheinlich neu überlegen, inwiefern man eben die Veränderung und wie schnell man die durchführt. Genau, also kommen wir zu den Links, zu der modernen Situation eben in diesen letzten 21 Jahren, in dem eben die USA dann nach dem 11. September, das war auf jeden Fall, glaube ich, eine Woche später oder ein paar Tage später, eben den Krieg gegen die Taliban ihm erklärt hat. Da muss man sich völlig im Klaren sein, dass eben in den Anschlägen am 11. September eben gar kein Afghane mit dabei war, aber auch die afghanische Taliban-Regierung auch nicht involviert war wirklich. Und dass trotzdem eben die USA den Krieg gegen die Taliban erklärt haben. Und dann, wie es halt in der Geschichte war, haben sie sich natürlich genau die Leute mit den Leuten halt zusammengearbeitet in Form der Nordallianz, und das waren die früheren Mujahideen-Warlords, wobei der Einzige, der eben nicht in dieser Gruppierung mit drin war vorher, das ist Dostum, das ist der Usbeke, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und 2003 wurde dann eben eine unabhängige, demokratisches Afghanistan eben ausgerufen. De facto war es aber eine installierte Regierung von der USA, die medial eben eine demokratische, freie Regierung irgendwie präsentieren wollte, in dem halt Frauen befreit wurden, Kinder zur Schule gehen konnten und die Taliban besiegt oder zumindest stark geschwächt wurden. De facto war es aber nicht der Fall, weil die Arbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen eben immer noch keinen Zugang zur Schule hatten, immer noch keinen Zugang zur Arbeit hatten, kein Land hatten. Im Grunde genommen ab spätestens 2006 eben auch ständig bombardiert wurden. Vorher waren es eher Spezialkommandoeinheiten, die in irgendwelchen Dörfern reingegangen sind, um Touristen oder Taliban zu finden und zu töten. Später wurde es dann automatisiert eben durch die Drohnen. Bis zu dem letzten Tag, an dem die Amerikaner noch in Afghanistan waren, haben sie es halt noch durchgeführt. Es gibt Studien darüber, dass eben 95% der Opfer im Grunde genommen Zivilisten waren und keine Terroristen, aber auch zum Teil nicht mal irgendeine Art von Verbindung zu Taliban oder terroristischer Gruppierung hatten. Ich finde an der Stelle auch wirklich einfach wichtig festzuhalten, was für eine unfassbare imperialistische Propaganda wir auch hier natürlich da ausgesetzt waren, was das Bild über Afghanistan da anbelangt hat. Im weitesten Sinne wurden ja wirklich da die Truppen da als Brunnenbauer und was weiß ich was beschrieben, wobei natürlich man sagen kann, okay, klar wurden die Taliban erstmal dadurch geschwächt, ne? Die wurden ja natürlich faktisch zurückgedrängt, haben die Kontrolle verloren und so weiter. Aber in dem Verlauf dann natürlich diese Auseinandersetzungen, und du hast es ja gerade schon gesagt mit den Drohnenangriffen, wo dann eben, ne,
bis zu 95% Zivilisten gestorben sind. Das ist ja doch offensichtlich, was das dann auch bedeutet. Also, dass man dadurch dann eben auch den Islamismus wieder gestärkt hat und dadurch auch, das haben wir auch schon in unserer anderen Afghanistan-Folge so ein bisschen beschrieben, dass sich dann auch die Taliban wieder als so eine Art von, ja, anti-imperialistische Kraft entwickeln konnten, die auf der Seite der Bauern und so weiter steht, um gegen dann letztendlich auch diese Barbarei, die dann auch von den USA und so weiter ausgeführt wurde an der Zivilbevölkerung. Natürlich wichtiger Punkt, aber auch abgesehen von eben der Frage von dem Islamismus und der Stärkung der Taliban, finde ich nochmal wichtig festzuhalten, dass auch der Hauptwiderspruch von unserem Kampf und auch von dem Kampf der afghanischen Bevölkerung eben nicht der Islamismus ist. Also dass eine imperialistische Aggression da auch nie dadurch gerechtfertigt werden kann, dass es eben dort eine islamistische Regierung vor Ort gibt und die dann dadurch gestürzt werden sollte. Also das ist wirklich wichtig dabei, weil ich habe das Gefühl, dass auch das ein großer Teil von der imperialistischen Propaganda eben war, dass uns dann eingebläut wurde, nun gut, das ist alles echt nicht schön, was da passiert mit den Drohnenangriffen, mit den Luftangriffen und mit dem ganzen Einmarsch und der Invasion und der andauernden Besatzung vor Ort. Naja, aber immerhin dient es ja dem großen Zweck, nämlich dem Kampf gegen den internationalen Islamismus, beziehungsweise das ist ja auch ein Wort, was man da nicht verwendet hat, sondern dem internationalen Terrorismus, weil sonst würden die Leute ja vielleicht auch ein bisschen dem dann noch mehr auf die Schliche kommen, dass die USA ja die ganze Zeit noch währenddessen mit anderen islamistischen Regimen verbündet waren, beziehungsweise sie an anderer Stelle unterstützt haben. Ich würde das, glaube ich, noch ein bisschen härter sogar formulieren, weil es gibt ja Nachweise, dass sie eben ab 1955 versucht haben, tatsächlich den Fundamentalismus, das heißt eine Art von Islam, eben zu supporten, zu finanzieren, aber auch zu bewaffnen, die eben aktiv gegen den Sozialismus sich stellt, gegen den Kommunismus oder jede Art von progressiver Politik irgendwie arbeitet. Und das waren in Afghanistan ja de facto zum einen die Mujahideen und später eben indirekt über Pakistan eben die Taliban. Dadurch, dass die USA eben dann ab 2001 mit den ehemaligen Mujahideen zusammenarbeiten, ändert sich ja im Grunde genommen die Situation gar nicht. Also das ist ja an sich schon ein Widerspruch, sich zu glauben, dass man eben diese fundamentalistischen Gruppierungen wieder zusammenbringen kann und dadurch dann eine Demokratie gründen kann. Also ich glaube, von Anfang an war nicht das Interesse der amerikanischen Regierung darin, irgendwie Demokratie, Menschenrechte und Frauenbefreiung in Afghanistan reinzubringen, sondern es ging eher um geopolitische Interessen, aber auch um herauszufinden, was da vor Ort für Ressourcen gibt und eben auch eben die terroristischen Gruppierungen oder muslimischen terroristischen Gruppierungen, die sich dann mit der Zeit von der USA mehr entfernt haben, um auf die wieder Einfluss zu nehmen, eben die Gruppierungen, die sich halt von dem zu sehr entfernt haben, eben zu töten oder zu schwächen und die anderen wieder zu stärken. Ja, weil das muss man ja auch nochmal sagen, Afghanistan ist da einfach sehr zentral in Zentralasien gelegen und bietet ja durch eben auch diese ethnische Diversität in der Bevölkerung selber ein Einfallstor in ganz viele unterschiedliche Gebiete. Also einmal eben in die post-sowjetischen zentralasiatischen Republiken, die in der direkten Nachbarschaft liegen, wie jetzt Tadschikistan, Usbekistan etc. Und dann natürlich auch der Iran und Pakistan eben selber. Oder das ist dann einfach ein sehr wichtiger Ort, um eben dort auch eine Regierung zu installieren und auch eine herrschende Ideologie zu etablieren, die eben den USA zuträglich ist. Weil es war ja auch eine ganze Zeit lang, dass eben der Iran auch versucht hat, da Einfluss auf Afghanistan zu nehmen, eben durch dann bestimmte Islamschulen, die dann nach der Islamischen Revolution dort etabliert wurden, beziehungsweise auch Lehrmaterialien dann auch noch in Verbund natürlich mit einer Bezugnahme auf die persische Kultur. Da hat man sich natürlich dann auch ein gewisses Schlachtfeld eben zwischen pakistanischem Einfluss und eben iranischem Einfluss geliefert. Der Iran war ja eben von Anfang an in seiner Haltung ganz klar anti-amerikanisch. Das wollte man natürlich verhindern, dass dieser dann auch noch Einfluss auf so ein großes, ihm kulturell nahes Gebiet wie Afghanistan nimmt. Ja, definitiv. Es gab, glaube ich, dann auch noch die Ängste eben, dass Pakistan als ja so eine Zwischenstation oder Zwischenmacht zwischen USA und ja den Mächten in Asien verliert, weil ja auch unterschiedlichste
Splittergruppen oder neue Netzwerke eben dann plötzlich auch in Afghanistan entstanden sind, die dann von der afghanischen Regierung und der USA eben ja unterstützt wurden, um eben Iran, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan eben zu schwächen. Ich denke mal, da gab es dann auch intern zwischen also diese Konflikte halt nicht nur mit Iran, sondern tatsächlich zwischen Pakistan, USA und der installierten pseudodemokratischen Regierung in Afghanistan, die tatsächlich auch im Grunde genommen sich nur über Korruption gehalten hat und auch bewusst so gehalten wurde. Spannend finde ich ja jetzt auch noch, was ist denn jetzt mit der Situation? Also die Taliban haben die Macht wieder übernommen. Es entwickelt sich ja jetzt tatsächlich dann die Lage, dass einige Länder, ich glaube China war als allererstes dann dabei, die Taliban noch anzukennen als Macht. Die sind jetzt auch zum Beispiel in der Ukraine-Krise, dass sie dann, glaube ich, auch hier irgendwie den Angriff Russlands dann da verurteilen und sowas. Sich so als neue Friedenswächter zu inszenieren oder auch dann ihre Spielchen dazu treiben, um sich nicht wieder zu verscherzen oder so mit den imperialistischen Kräften NATO und so weiter. Das finde ich auch nochmal interessant, was ihr dazu sagen würdet. Wieder so eure Wahrnehmung jetzt von der aktuellen Situation ist, wo die Taliban wieder die Macht übernommen haben. Ich glaube, China hat da direkte Interessen daran, was halt eben mit den Uiguren in Afghanistan passiert. Da gibt es ja um die 20.000 von denen. Die ehemalige Regierung hat eher versucht, die eben, ja, den Fundamentalismus einzuimpfen, so wie es halt den Mujahideen und den Taliban in Pakistan passiert ist. Ich denke mal, das ist so das Erste, woran halt China eben denkt, dass sie eben mit den Taliban eben eine gute Beziehung haben wollen, damit das eben nicht vorangetrieben werden kann. Man muss sich ja auch klar machen, dass die Taliban ja im Grunde genommen zwar sich äußerlich, also nach außen hin, antiimperialistisch darstellen und gegen die USA im Grunde genommen gekämpft haben. Und die USA spielt das Spiel mit, aber im Hintergrund ist es aber so, dass eben die Entwicklungshilfe, die an Pakistan geliefert wird oder geschickt wird, das hat sich in den letzten 21 Jahren zwischen 1 bis 3,7 Milliarden betragen und diese Gelder wurden halt zum großen Teil halt an die Taliban weitergegeben, um sie zu finanzieren, Infrastruktur anzubieten, zu bewaffnen und ja, für die Mobilisierung, weil ja auch Afghanistan in ja, Pakistan schon muss man halt auch reisen. Das Perfide ist, dass sie halt sich für die Öffentlichkeit immer als Gegenmächte darstellen, aber im Grunde genommen sind die im Hintergrund, hängen die ja voneinander ab. Deshalb würde ich sagen, Taliban und die USA eigentlich eher interessiert, jetzt demnächst irgendwann einen Weg zu finden, wieder miteinander zu verhandeln und das wird, denke ich, auch passieren. Also ich denke auch, dass natürlich jetzt die USA, weil der Zug einfach abgefahren ist, der Taliban-Herrschaft, erstmal zumindest, dass sie da wieder probieren, einen Zugang zu finden und die Taliban auch für sich in ihren imperialistischen Interessen einzuhegen und zu kooperieren. Aber meiner Wahrnehmung nach ist es schon so, dass das nicht der Plan irgendwie der USA war, dass jetzt die Taliban wieder an die Macht kommen. Also da, ich weiß nicht, ob du das so andeuten wolltest oder sagen wolltest, aber da würde ich dann, wenn, ein bisschen widersprechen, weil ich schon denke, dass enorme Mittel da reingesetzt wurden auch, dass dann die Taliban nicht an die Macht kommen und dass die vorherige Regierung ja auch das perfekte, wir haben es ja selber gesagt, gerade der perfekte installierte Büttel auch für die USA war, um dann auch die US-imperialistischen Interessen dort durchzusetzen. Ja, von daher würde ich das zumindest ein bisschen in Frage stellen. Ja, vielleicht habe ich das irgendwie zu einfach ausgedrückt. Ich meine, da gibt es definitiv ja auch Eigeninteressen nochmal von Pakistan, aber auch von den Taliban selbst. Und die Umstände haben sich halt dann ab 2006, 2007 so gestaltet, dass eben die westlichen Nationen das wussten und versucht haben, auch Pakistan irgendwo zu sanktionieren, dass sie die Taliban weiter unterstützen. Ich glaube, in der Zeit war das noch so. Mit der Zeit hat sich aber gezeigt eben, dass die Zusammenarbeit von Pakistan, den Taliban und dann auch noch mit diesen Geldern, die halt in Pakistan gegeben wurden, eine Struktur erzeugt hat, die dann insgesamt einfacher ist zu halten als eben diese korrupte Regierung, die tatsächlich nichts durchsetzt, sondern halt das meiste des Geldes für sich behält. So, die haben zum Teil halt irgendwie zigtausend Soldaten bei sich eingeschrieben gehabt, dass sie die Zahlen, die gab es zum Beispiel gar nicht oder irgendwelche infrastrukturelle Projekte, an denen halt irgendwie kaum was bezahlt wurde und die eigenen Mitarbeiter wurden nicht bezahlt, die mussten halt über Korruption sich irgendwie über Wasser halten und selbst die NGOs, die darüber gekommen sind, müssen halt erstmal irgendwie
an die Regierung oder die Taliban halt eben Geld geben, um überhaupt irgendwas machen zu können. Und ich denke mal, es hat sich dann zumindest ab der Zeit, wo eben die Friedensgespräche in Doha stattgefunden haben, und zwar ohne afghanische Repräsentanten aus der Arbeiter- und Bauer- und Bäuerinnen oder halt von der Regierung. Die haben ja ohne, im Grunde genommen, ohne die afghanische Bevölkerung und der Regierung stattgefunden. Und am Ende war ja der Truppenabzug ja auch übereilt. Und daher glaube ich schon, dass es dann zumindest am Ende einfach diesen Schalter im Kopf gab, so ja, lass uns einfach die Regierung tauschen, das lohnt sich nicht mehr, beide am Leben zu halten. Ja, ich würde davon jetzt eigentlich ganz gerne auch nochmal wieder auf die direkte Situation jetzt kommen, weil da würde ich nämlich nochmal anmerken, dass Afghanistan unter der Taliban-Regierung gar nicht so viel Druckmittel hat und so viel Machtmittel mehr hat, wie in dem Konflikt direkt selber, um eben Leute an den Verhandlungstisch zu zwingen. Also man steht ja jetzt gerade wirklich vor einem absolut ruinierten Staat. Man muss sich ja nur mal vor Augen halten, die demokratische Regierung von Afghanistan, die eben vor den Taliban existiert hat, die war ja komplett abhängig von Finanzmitteln von außen und damit eben von Finanzmitteln durch den Westen. Man hat ja einfach nach der Übernahme durch die Taliban die Geldhähne zugedreht von außen und dadurch ist, meine ich, 3/4 des Staatshaushaltes weggefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Zentralbank wurden die Konten eingefroren mit 10 Milliarden Dollar. Was das für eine Geldmenge ist. Der afghanische Staat ist wirklich einfach, liegt komplett in Trümmern. Da hat eben auch die Taliban-Regierung dann wahrscheinlich feststellen müssen, dass man ja doch eben ganz pragmatisch handeln kann. Weil einfach nur mit einer ideologischen Ausrichtung kann man eben in der weltweiten Staatenkonkurrenz sein Staatsvolk nicht ernähren und auch keine Profite erwirtschaften. Und ich glaube, deswegen ist jetzt erstmal der afghanischen Taliban-Regierung einfach nur daran gelegen, irgendwie Geldmittel, irgendwie Finanzierung ins Land zu holen und sich da dann dadurch auch selber zu finden. Und da wird man wahrscheinlich jetzt einfach jeden Strohhalm nehmen, der einem dargeboten wird. Und in Bezug auf die USA möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, dass ich da jetzt nicht sehe, dass sich das so schnell irgendwie gerade normalisiert, sondern die USA scheinen tatsächlich noch ziemlich sauer auf die Taliban zu sein, wenn man sich eben solche Sanktionen anguckt. Also es ist ja auch gerade eine absolut desolate Situation und das muss man vielleicht auch nochmal anmerken. Ich habe es jetzt auch erst vor ein paar Tagen mitbekommen, dass es gerade zu einer der größten Hungersnöte in der afghanischen Geschichte vermutlich kommen wird, eben aufgrund den US-Sanktionen. Es sieht gerade wirklich absolut desolat in dem Land aus, weil eben die ganzen Finanzmittel weggenommen werden und die wirtschaftliche Ausrichtung ja auch komplett auf eben diese Besatzung, auf dieser Besatzung aufgebaut und auf sie ausgerichtet war. Also die Versorgung kann eben dadurch auch nicht mehr gewährleistet werden. Deswegen würde ich schon sagen, die USA arbeiten gerade ganz aktiv daran, eben Druck auf die Taliban-Regierung mit ihrem bewährten imperialistischen Machtmittel, was man dann eben anstatt eines Krieges auch ausführen kann, nämlich auf den Sanktionen, was dann aber, wie wir ja jetzt sehen, fast genauso tödlich eigentlich ist. Es gibt ja jetzt eigentlich auch schon Schätzungen, die sagen, dass noch mehr Leute durch diese Hungersnot sterben könnten, als eben durch den vorherigen Krieg. Ja, definitiv. Also so sieht's aus. Ich würde immer noch, glaube ich, eher daran halten, dass im Hintergrund oder eine Strategie entwickelt wird, dass diese beiden Kräfte irgendwie zusammenkommen. Aber das Problem ist halt eben, dass allein in Afghanistan ja mehr als 3 Billionen Dollar allein in der USA im Spiel waren. Und der große Teil davon ist ja in die Waffenindustrie geflossen und ins Militär. Kleiner Teil ist dann an diese korrupte Regierung halt weitergegeben worden. Und noch ein winzigerer Teil ist dann tatsächlich in Infrastruktur und für die ländliche und mehr sogar in städtischen Gebieten halt hereingeflossen. In den Brunnenbau. Im Brunnenbau, ja. Genau. Da gebe ich dir definitiv recht, aber ich glaube, ich würde es eher anders begründen. Das Problem ist eben, dass dieser Krieg ja von vornherein durch so eine Art pseudofeministische Theorien oder zumindest Ideologien begründet wurde, aber auch mit rassistischen Theorien, in dem halt im Grunde genommen über diese 20 Jahren eine ganze komplette Bevölkerung unter Verdacht stand,
ja, Terroristen zu sein oder halt eben fundamentalistische Züge in sich zu haben. Und dabei vergisst man aber die Geschichte, dass eben dieser Fundamentalismus ja vom Westen aus da importiert wurde. Und ich denke, dass diese Situation, was da kommt, was gekommen ist und vor allem halt mit den Sanktionen jetzt, ist es ja de facto ja eine Art Genozid, den gerade Biden einfach initiiert hat. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und keiner kümmert sich darum. Die Einzige, die sich jetzt momentan so ein bisschen drum kümmert, ist die Frau Baerbock. Aber die sitzt sich zusammen mit irgendwelchen Leuten zusammen, die nicht aus Afghanistan herkommen. Es ist nicht die Taliban-Regierung, aber man unterhält sich lieber darüber, wie gut anscheinend die deutsche Regierung jetzt es hingekriegt hat, 14.000 oder 13.000 Ortskräfte zu evakuieren. Statt darüber wirklich mal über die tatsächlichen materiellen Widersprüche zu sprechen, zu sagen, so, hey, wir haben ein ganzes Land, das zwischen 30 und 40 Millionen Menschen hat, in Hungersnot jetzt gerade getrieben. Und geschichtlich sind wir damit aus zigtausend Ecken halt mit verwickelt und müssen im Grunde genommen die volle Verantwortung dafür übernehmen. Aber das passiert nicht. Und das passiert deshalb nicht, weil halt diese ganzen Kriege seit der kommunistischen Zeit, auch nach 2001 eben, dass die imperialistische Klasse eben auf rassistische Theorien setzt, indem sie halt ganze Bevölkerung oder ganze Regierungen unter bestimmten Verdacht stellt und dann halt auch gerne Menschenrechte und Frauenrechte oder Befreiung der Frau völlig abstrus irgendwie aus den materiellen Bedingungen herausreißt oder historischen Bedingungen und im Grunde genommen dazu nutzt, die Massen hier für irgendwas zu begeistern, wo man im Grunde genommen den ArbeiterInnen halt einen riesen Batzen Kohle einfach aus der Tasche zieht. Ich finde, das hast du wirklich hervorragend auf den Punkt gebracht. Also wir können wahrscheinlich unendlich weiter über diesen Punkt reden, aber vielleicht leiten wir über auf unsere Perspektive. Ja, und es bietet sich ja jetzt auch direkt an, ja. Weil ich finde das nochmal wirklich wichtig zu sagen, angesichts dieser Situation. Du hast es ja gerade auch nochmal echt perfekt zusammengefasst. Das, was gerade passiert, ist ein Genozid. Und das ist mit wirklich gar nichts zu rechtfertigen. Und gerade jetzt, wo wir wieder so viele Leute haben, die eben lauthals nach Sanktionen rufen und die auch Sanktionen dann irgendwie als das humanere Mittel anstatt den Krieg ansehen, gerade wenn man sich jetzt nochmal den Ukraine-Konflikt anschaut, da seht ihr, was das für eben die Bevölkerung vor Ort bedeutet. Da seht ihr, was das dann auch mit den Leuten macht. Und da muss man jetzt gar nicht anfangen, mit irgendwie dann darüber zu reden, ja, stärkt das jetzt die Taliban, ja oder nein. Es ist halt scheißegal. Da verhungern gerade Tausende, Abertausende von Menschen. Und es werden halt noch mehr werden. Wir wissen gar nicht, wie schlimm diese Situation sich noch entwickeln wird. Und deswegen ist es auch wichtig, jetzt klar zu sagen, wenn wir jetzt eben dazu überleiten, wie können wir hier eben den Anti-Imperialismus vor Ort organisieren? Wie können wir eben hier am Befreiungskampf des afghanischen Volkes mitwirken? Wie können wir da Hilfestellung leisten? Da ist es jetzt erstmal ganz wichtig zu sagen, wir müssen gegen diese Sanktionen vorgehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute vor Ort nicht mehr hungern. Wir müssen wirklich da auch jetzt einfach einen gewissen Fokus drauf setzen. Und das wird jetzt auch vergessen werden. Das wird gerade mit diesem lauten Schreien nach Sanktionen auch in dem Russland-Ukraine-Konflikt vergessen. Aber es ist wichtig, dort können wir jetzt wirken und dort können wir auch den Leuten vor Ort helfen, erstmal überhaupt wieder, ja, ein Überleben zu ermöglichen. Und das finde ich auch in dieser aktuellen Situation wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass nicht nur die Situation in Afghanistan, sondern so viele Konflikte gerade auf der Welt, so viele Auseinandersetzungen jetzt einfach im Schatten des Ukraine-Kriegs weiterlaufen können, weil die gesamte Welt sich jetzt auf diesen Konflikt konzentriert und ja, in Afghanistan ist jetzt Hölle auf Erden so in etwa, ne? Und das ist echt abgefahren und da müssen wir eine eigene Perspektive entwickeln und ich finde, da kann man auch, um da ein bisschen anzuschließen und damit zu beginnen, erstmal das zu bestärken, was wir auch schon zu dem ganzen Ukraine-Konflikt dann auch selbst gesagt haben. Also, dass man diese konsequente antimilitaristische Perspektive, konsequente antiimperialistische Perspektive, also gegen die Einmischung von außen, da stark macht, erstmal als Grundsatz, dass man also da gegen jeden Krieg und gegen jeden Imperialismus aufsteht und das konsequent macht, weil das ist ja alles andere als selbstverständlich in der Linken und deswegen muss man es immer und immer wieder betonen und aufmachen. Ja, das finde ich auch und ich glaube, es ist vielleicht ungewohnt, aber diese ganzen unterschiedlichen Situationen hängen ja stark miteinander zusammen. Ich meine, wenn wir jetzt
in der Situation von Ukraine anschauen, ich meine, die eine Seite ist ja zumindest dieselbe, das sind dieselben Mächte, das ist die NATO. Ich meine, die NATO ist da jetzt seit spätestens 2014 am Werkeln und vor allem halt arbeiten sie mit Faschisten und Nazi-Gruppen zusammen. In Afghanistan haben sie seit 1973 angefangen mit Fundamentalisten, die ich jetzt auch im Grunde genommen als Faschisten und frauenfeindliche Gruppe bezeichnen würde. Ähnliches läuft im Irak, in Jemen, in Syrien, in Sudan. In Sudan wurde ja auch, wann war das? Ende letzten Jahres zum Beispiel hat man über längere Zeit, indem man sie sanktioniert hat, dazu indirekt bewegt, eben, dass da ein Putsch, Militärputsch irgendwie stattfinden konnte. Oder in Kongo und in Südamerika. Und das ist halt alles, was man halt sieht, was da überall passiert, wo überall eben Steuergelder irgendwie für diese ganzen Problematiken, für die Waffenindustrie und das Militär oder NATO-Truppen halt irgendwie freigeschüttet werden, dass sie immer mit rassistischen und irgendwo pseudo-feministischen Theorien halt begründet werden. Ich würde mir halt zumindest wünschen zu sagen, wenn wir halt eben internationalistisch vorgehen wollen, dass wir eben nicht jetzt unbedingt mit den Fingern auf Iran, China oder Russland zeigen sollten, sondern in erster Linie halt tatsächlich konkrete Argumentationen und geschichtliche Darstellung der Situation miteinander verbinden und versuchen halt vor allem die Migrantinnen für eine antiimperialistische Bewegung zu gewinnen. Nicht-migrantische Linke im Westen und versuchen halt eher wirklich die imperialistische Klasse bei uns selbst eben so viel zu entmachten, dass sie eben nicht mehr diese Riesenmacht über diese rassistischen und pseudofeministischen Narrative haben. Und vor allem müssen wir uns unsere Gelder zurückholen. 100 Milliarden hat eben jetzt gerade SPD, wie erinnert irgendwie an den Ersten Weltkrieg, als sie halt damals für den Kredit gestimmt haben. Mehr als 2% des Bruttoinlandprodukts soll jetzt auch noch für die NATO-Aufrüstung halt verwendet werden. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht Afghanistan zu retten. Wir müssen erstmal hier schaffen, unsere eigene imperialistische Klasse halt in Schach zu halten, sie so weit zu schwächen, dass sie nicht mehr diesen Scheiß durchziehen können. Das ist ja auch letztendlich, genau wie du das beschrieben hast, unsere erste Aufgabe, um auch den imperialistischen Einfluss auf andere Sphären zu senken. Also wenn wir hier die herrschende Klasse, die imperialistischen Bestrebungen zurückdrängen oder entlarven können oder weniger wirksam machen können, umso geringer der Einfluss hier also auch ist und umso mehr wir dem auch kleine Stöcke zumindest mal in den Weg legen können, umso mehr können wir dann ja auch Einfluss nehmen in dem internationalistischen Sinne auf Situationen in anderen Orten der Welt. Trotzdem möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Frage, die du ja auch schon ein bisschen angeschnitten hast, dass also zum Beispiel die USA dann auch eben den Feminismus als, ja, für sich als Token so ein bisschen benutzt hat, um halt zu sagen, so hier, wir kämpfen im Prinzip für die Frauen von Afghanistan oder was auch immer für eine Scheiße. Da finde ich es halt so wichtig zu sagen, es gibt ja tatsächliche feministische Organisierung in Afghanistan auch gerade noch und Kämpfe. Aus meiner Wahrnehmung nach sind das ja auch dann die wichtigsten Punkte, wo wir dann auch, wenn wir probieren, dann auch in Afghanistan konkret vielleicht auch was zu unterstützen mit unseren Möglichkeiten, dass gerade ich das so wahrgenommen habe, dass gerade die feministischen Kämpfe, dass die Frauen eben an vorderster Front von dem Kampf gegen die Taliban standen und es ja auch jetzt noch eben Mädchenschulen gibt, die so im Untergrund weiter aktiv sind und es eben, davon habe ich jetzt zwar lange nichts mehr gehört, aber am Anfang speziell auch einige so kleinere feministische Demonstrationen gab, die sich einfach mutig dann bewaffneten Islamisten in den Weg stellen und das hat mir unfassbar viel Hoffnung gemacht und da müssen wir dann also auch, finde ich, differenzieren, dass man sagt, so, das ist halt der feministische Kampf von unten, das ist auch der unsere Kampf, den wir unterstützen müssen und dann gleichzeitig diese Propagandierung und Vereinnahmung von dem Imperialismus an dieser Stelle auch zurückzuweisen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also die Unterstützung der Frauen drüben ist, glaube ich, super wichtig. Da gibt es ja revolutionäre Organisationen, da gibt es immer noch die Kommunistische Partei, die aktiv ist. Das sind immer noch Menschenrechtsaktivistinnen, die ich zum Teil problematisch halte, aber selbst die kann man halt unterstützen. Es gibt eine maoistische Gruppierung drüben, die halt zum Beispiel mit Bäuerinnen und Bauern halt zusammenarbeiten. Und alles, was irgendwie diesen Frauen helfen könnte, irgendwie an Wissen zu kommen, an Ressourcen zu kommen, an Bildung zu kommen, um sich zu organisieren, ist, glaube ich, eine super Sache. Wobei ich dann vielleicht unter Umständen trotzdem so ein bisschen gucken würde, dass ich eben nicht nur
Also die müssen, brauchen auch eine Unterstützung, aber nicht nur eben Aktivistinnen aus Großstädten unterstütze. Ja, die letzten 20 Jahre waren ja jetzt, werden nicht an die Afghaninnen, vor allem in Städten, spurlos vorbeigehen. Und ich würde auf jeden Fall aufpassen, dass ich eben nicht neoliberale Strukturen drüben aushilfe, sondern eher versuche, an Strukturen eben ranzukommen, die tatsächlich ArbeiterInnenbewegung halt vergrößert und stärkt. Aber so oder so, jede Hilfe ist, denke ich, momentan sowieso notwendig. Ja, und auch in dieser ganzen Frage vom Feminismus oder generell von eben diesen emanzipatorischen und progressiven Bewegungen, da wäre es ja auch in diesem Kampf gegen den Islamismus, wo man sich ja dann auch häufig eben in der imperialistischen Propaganda sieht, wo dann dieser Feminismus, wo dann diese Emanzipation eben in den Vordergrund gestellt wird und gesagt wird, das waren jetzt alles diese humanitären Interventionen, wo natürlich der eine wichtige Part ist, dass wir eben dem widersprechen, wie wir das auch schon mal in der Folge vom NATO-Imperialismus oder wie du das jetzt gerade gesagt hast, erstmal überhaupt entlarven. Was ist denn eigentlich an dieser Idee dran, dass man da eben für die Frauen in Afghanistan ja ihre Häuser zerbombt und ihre Dörfer zerstört? Und was für stecken da für wirkliche Interessen eben von den westlichen Staaten und den anderen Imperialisten hinter? Aber auch als anderer Part, wir vor Ort können ja auch eben den Islamismus bekämpfen, nämlich der, der hierdurch auch finanziert wird. Dann entweder ganz direkt oder indirekt eben über die Partner von dem Westen vor Ort. Du hast ja sehr häufig auch schon die Rolle da von Pakistan, vom pakistanischen Staat und vom pakistanischen Geheimdienst angesprochen oder auch von Saudi-Arabien, was ja wirklich einer der absoluten Lieblingspartner neben Israel eben im Nahen Osten ist, welches ja auch das Land ist, was weltweit mit am meisten den Islamismus voranbringt und damit auch diese reaktionären Strömungen, die Frauen vor Ort dann das Leben zur Hölle machen. Und da könnten wir ja vielleicht auch eben mal anfangen, anstatt jetzt irgendwie uns hier groß auf die Seite von den Weltenrettern dann zu schlagen, wo man dann, wie jetzt zuletzt in der Ukraine, dann eben diese imperialistische Propaganda dann eben schluckt und sagt, dort gibt's ja dann jetzt eine humanitäre Intervention für Demokratie, Frauenrechte, Liberalismus, bla bla bla, sondern dass wir einfach erstmal dafür sorgen, dass eben diese indirekte oder direkte Unterstützung durch die imperialistischen Kräfte von Islamisten überhaupt erstmal aufhört. Weil ich glaube, damit tun wir auch unfassbar vielen Menschen auf dieser Erde einen riesengroßen Gefallen, wenn wir erstmal dafür sorgen, dass unsere eigenen Staaten eben nicht mehr die Islamisten unterstützen. Würde ich so 100% unterstützen. Und vor allem ist es ja ein Witz, wenn man sich dann anschaut, was momentan halt zum Beispiel mit der kommunistischen Partei in der Ukraine passiert, dass da halt eine Person schon bereits umgebracht wurde, zwei weitere jetzt im Gefängnis sind und ich habe jetzt ihre Namen vergessen. Definitiv, also Waffenlieferungen zu bekämpfen, eben Steuergelder, die an Waffenindustrie und den Militär gehen, eben wieder zurückholen, das erkämpfen. Ich denke mal, da müssten wir eigentlich gute Chancen haben, weil alleine in der deutschen Bevölkerung gibt es über 25% der Menschen, die halt dagegen sind, dass diese Gelder ausgegeben werden. Und wenn man da organisiert daran arbeitet, mit vor allem mit Migrantinnen halt auch zusammenarbeitet, weil ich denke, die muss man zu Anti-Imperialismus nicht wirklich überzeugen, sondern die Zusammenhänge noch ein bisschen mehr erklären, dann sind die wahrscheinlich direkt dabei. Aber auch den einfachen Bürgern eben, die eben mit dem Anti-Imperialismus oder mit den Situationen im globalen Süden jetzt nicht wirklich Bescheid wissen, denen halt erklären, was jetzt die Sanktionen für Konsequenzen haben werden. Ich meine, das Benzin ist schon jetzt über 2 Euro gekommen. Die Gas- und Stromkosten sind über 400% gestiegen, allein schon letztes Jahr. Was das alles noch an Konsequenzen an die einfachen Arbeiterinnen haben wird. Ich denke mal, da kann man die Leute schon noch ziemlich gut mobilisieren und versuchen wirklich in den nächsten Monaten stark darauf hinzuarbeiten, Anti-Kriegs- und Anti-Aufrüstungs- und Anti-Sanktionsbewegungen zu starten. Und vor allem halt Sanktionen überall. Also da gibt es ja Staaten wie Kuba, die daran schon seit Jahrzehnten daran leiden oder irgendwie Korea oder Iran. Und das sind jetzt keine Strukturen, wo ich sage, ja, die Regierungen müssen gerettet werden. Nee, es geht halt immer nur um die Arbeiterinnen. Es geht immer darum, halt die einfache Bevölkerung, die eben nicht privilegiert ist, die keine materiellen Güter hat, dass sie halt an irgendwas verdient, sondern die Arbeiterinnen und Bäuerinnen, für die man halt irgendwie aufstehen muss. Und die werden es ja genauso machen. Ich meine, in Russland sind sie ja schon bereits auf den Straßen und versuchen gegen den Imperialismus drüben zu kämpfen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Vertrauen und mit etwas mehr Arbeit müsste es ja möglich sein. Vielleicht bin ich zu naiv, ich weiß es nicht. Auf eine Sache, auf die ich auch nochmal aufmerksam machen wollte, da hattest du selbst dann
ich glaube, das war dann letztes Jahr zum 11. September auch ein bisschen darauf hingewiesen, dass da die Deutsche Linke auch überhaupt nicht dieses Datum 11. September auf dem Schirm hatte. Und wir hatten ja auch schon in unserer Afghanistan-Folge so ein bisschen beschrieben, dass auch die Deutsche Linke sehr stark verpasst hat, auf die dann zusammen mit den afghanischen Geflüchteten da auch Kontakte zu schmieden und Verbindungen aufzubauen. Und das finde ich auch nochmal wichtig dazu zu sagen, dass wir das einfach auch mehr auf dem Schirm haben müssen, auch mit so einer, mit einfach der Exil-Community die Verbindungen zu suchen, da auch in unserem Sinne vielleicht auch ein bisschen zu politisieren, aber auch zu lernen, auch zuzuhören einfach und dann auch solche Daten wie den 11. September den mitgestalten und aus unserer antiimperialistischen Perspektive auch mit zu prägen, weil ich glaube, das wäre auch eben was dann auch in so einer afghanischen Community für sehr viel Aufmerksamkeit erregen würde und für sehr viel Zuspruch finden würde, weil das ja eben so ausschlaggebend für die Geschichte Afghanistans dann war. Ja, definitiv. Es gibt, glaube ich, so einige Situationen, wo man eigentlich so, vor allem an den globalen Süden, und dann könnte man es vielleicht noch ein bisschen aufteilen, so in muslimische, christliche, weiß nicht, auf unterschiedliche Kontinente. Und es gibt ja immer wieder so Daten wie dem 11. September, wo man klar sagen kann, so ja, da sollten wir vielleicht uns wirklich um diese Gruppierung irgendwie kümmern, ohne dabei halt eben an die Opfer vom 11. September jetzt irgendwie nicht zu denken und sie nicht zu betrauern, weil es ja auch Arbeiterinnen waren, die dabei unschuldig gestorben sind. Aber nichtsdestotrotz hat man ja in der Geschichte gesehen, dass eben dieses Datum unheimlich dazu ausgenutzt wurde, um über, keine Ahnung, ich glaube über 6 Billionen Dollar allein in Amerika eben freizuschütten und das dann für die imperialistische Klasse irgendwie als Profit zu nutzen und gleichzeitig eben eine Riesenart von Antiterrorkriege in den meisten muslimischen Ländern in Nordafrika und Südwestasien zu führen. Ich denke mal, da kann man versuchen, mehr in die Richtung zu denken, aber auch vielleicht auch sich wirklich noch wesentlich besser klarzumachen, inwiefern Imperialismus und Rassismus halt stark zusammenhängen. Dadurch die BLM-Bewegung, aber auch die Hanau-ist-überall-Bewegung, vor allem in Deutschland, diese Thematiken auch in der neoliberalen Linken halt immer wichtiger wird. Und dadurch könnte man sie, denke ich, auch noch wesentlich einfacher radikalisieren. Da gibt es, denke ich, entsprechende Situationen auch für den christlichen Teil von Afrika und für Südamerika auch unterschiedlichste Thematiken, die man dann versuchen kann, ja, medial vernünftig zu nutzen und versuchen halt so viele Linksliberale, aber auch normale Liberalos irgendwie zu radikalisieren. Ja, ein Punkt, der mir da auch immer wieder auffällt und den ich auch ja immer noch mal spannend und wichtig finde anzumerken, ist auch dieses ganze Verhältnis von einem selber dazu und generell, wie man diese Kämpfe sieht. Weil auf der einen Seite gibt es da natürlich einen starken Paternalismus, wie wir das schon in Bezug auf den Imperialismus gesehen haben und wie wir auch selber dann eben von dieser imperialistischen Propaganda geprägt werden, dass man eben den Kampf da für wen anders führt. Und natürlich auch, wie sich das ein wenig auch in der Theorie in linken Kämpfen selber durchgesetzt hat. Weil, Marvin, du hast ja auch gerade schon mal angesprochen mit der ganzen Verbindung zu eben den migrantischen Communities oder den Exil-Communities und der Arbeit dazu, dass es da ja dann auch einfach nur dieses Phänomen gibt, dass man dann eben sagt, ja, wir helfen jetzt einfach nur da, aber wir machen nichts darüber hinaus. Wir versuchen dann nicht irgendwie zu organisieren oder was aufzubauen. Es geht jetzt einfach nur da um diese direkte Hilfe. Ich finde es da super wichtig, eben diese Kämpfe einfach als verbunden zu sehen. Und ich fand, du hast das gerade nochmal richtig schön zusammengefasst mit dieser ganzen Sache von, ja, es ist ja auch nicht unser Interesse, was da passiert. Es ist von niemandem hier in Deutschland das Interesse, dass eben der Benzinpreis, die Lebenserhaltungskosten so steigen. Es ist von niemandem hier das Interesse, wie viel Geld eben für diese Kriege rausgeblasen wird, wie viel Geld dann eigentlich den ArbeiterInnen gestohlen wird, um ArbeiterInnen auf der anderen Hälfte des Globus dann eben die Lebensgrundlage zu rauben oder umzubringen. Gleichzeitig ist es auch von niemandem hier das Interesse, in diesen imperialistischen Kriegen gegen eigentlich die eigenen Brüder und Schwestern verheizt zu werden. Und ich finde, da kann man wirklich, wirklich dann nochmal sich so ein bisschen zurückbesinnen auf alte antimilitaristische Bewegungen. Beispielsweise auf die Bewegung in den USA, eben dem imperialistischen Zentrum überhaupt gegen den Vietnamkrieg, wo die Soldaten dann auch, die zurückgekommen sind, die Veteranen, das dann auch als ihren Kampf selber begriffen haben, weil sie eben nicht in diesem Krieg dort verheizt werden wollten, genauso wie sie eben nicht den ArbeiterInnen auf der anderen Seite des Pazifik die Lebensgrundlage rauben wollten. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir wieder
unsere Kämpfe da als vereint sehen. Weder als wir können eigentlich nur Allies sein und da irgendwie in diesem Kampf helfen, genauso wenig wie wir müssen jetzt die Leute dort vor Ort retten oder wir müssen jetzt die hier Angekommenen irgendwie erretten und ihnen da Hilfe leisten und sie dann emanzipieren. Nein, das sind zwei Kämpfe, die untrennbar miteinander vereint sind, die im Endeffekt ein und derselbe Kampf sind, nämlich der Kampf von den ArbeiterInnen weltweit für ihre Befreiung. Oh, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich denke, dieses Rettertum halt, ich weiß nicht, ob ihr in diesem linken neoliberalen Umfeld gibt es halt dieses White Saviorism, worüber man halt gerne redet. Ich würde das eher umformulieren und Neoliberal Saviorism, das, weil das Problem gibt es ja nicht nur von Weißen, sondern halt von allen möglichen Leuten, die halt in kapitalistischen Staaten aufgewachsen sind. Jede Art von Rittertum halt, den man halt aus neoliberaler Perspektive halt startet, hat immer ein Eigeninteresse für die Dings, für die imperialistische Klasse. Und ich denke, man sollte sich eher darauf konzentrieren, inwiefern ist dieser Kampf für mich selbst gut. Und da braucht man gar nicht diesen Allytum anzufangen oder irgendeine Art von Pseudo-Allyship und Solidarität, sondern indem man sich halt wirklich klar macht, so hey, indem ich den Sudanesinnen versuche zu helfen von hier aus, dann helfe ich auch mir selbst. Aber wie mache ich das? Wie kriege ich es hin, dass ich sozusagen jetzt mir selbst helfe und diese Hilfe halt gleichzeitig als Nebenprodukt halt eben diesen Sudanesinnen oder Afghanen oder Menschen aus Jemen und was weiß ich wo, oder den Ukrainerinnen halt auch zugutekommt. Und ich denke, wir müssen irgendwie so ein bisschen mehr aufpassen, dass wir halt nicht immer in diese direkte Aktion rübergehen, wo wir glauben, okay, wenn wir das hinkriegen, dann hat das einen direkten Einfluss auf diese ganzen unterschiedlichsten Gebiete, sondern man muss sich, glaube ich, eher, so wie das die linke Theorie jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern diesen Post gemacht hat, so, wenn sich an die Wurzeln der Probleme halt eben rangehen, und versuchen etwas langfristiger darüber nachzudenken. Also allein wenn ich mir vorstelle, dass die NATO jetzt plötzlich irgendwie kaum mehr militärische Macht hat, das würde halt so vielen Ländern helfen. Das muss ja durch irgendeine Art von Prozess halt erstmal entstehen. Und das würde definitiv auch die Arbeiterinnen und Bäuerinnen halt eben in Russland, im Iran oder in China genauso motivieren, eben ihre eigene Regierung halt eben genauso in der Hinsicht zu entmachten. Das waren für mich echt nochmal gute Schlussworte. Für uns steht immer noch der Hauptfeind im eigenen Land, wie wir das auch schon jetzt in vergangenen Folgen immer wieder gesagt haben. Wir müssen hier die Revolution machen, wir müssen hier weiter dranbleiben, alternative Strukturen aufzubauen. Und ich glaube, wir bleiben auch auf jeden Fall im Gespräch. Mir hat es extrem gut heute gefallen. Es war ein extrem dichtes inhaltliches Gespräch für mich. Wir werden sicherlich vielleicht nochmal in der Zukunft zu einem anderen Thema was gemeinsam realisieren und bleiben da gemeinsam dran, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch super Spaß gemacht. Ja, danke dir, dass du heute da warst. Also mir hat das Gespräch auch super gut gefallen und ja, war wirklich schön, mit dir über dieses Thema reden zu können. Ja, in dem Sinne würden wir uns einfach verabschieden. Ja. War ja jetzt sehr lang. Kurz und schmerzlos. Glück auf bald. Glück auf. Schönen Sonntag noch. Willst du nicht Glück auf sagen? Das ist so ein Dauerwitz geworden, dass viele Leute sich weigern, Glück auf zu sein. Du musst nicht, alles gut. Nein, kein Zwang. Ich beende mal die Aufnahme. Ich hatte gerade gesagt, Glück auf. Yay!